So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Willkommen als nächstes zu Transport Defender. Es gibt jetzt hier nicht allzu viele Neuigkeiten, außer dass ich halt weiter mit meiner Drohne am Experimentieren bin und im Moment versuche, ja, so rauszufinden, wie weit ich es jetzt eigentlich maximal pushen kann. Und dazu habe ich aktuell die Traktorbeams mal rausgenommen und habe stattdessen die Damage-Items und die Weapon-Price-Items runtergenommen und bin jetzt aktuell halt irgendwo bei 580.000 und hoffe mal, dass ich das noch auf 600.000 auf jeden Fall pushen kann. Das Spannende ist jetzt tatsächlich, dass inzwischen die Drohne mehr Schaden anrichtet und mehr Upgrade ermöglicht, als tatsächlich ich hier so ohne weiteres über die Features erreiche. Weil die geringe Cargomenge, die ich aktuell letztlich pro Run bekomme, also gut, jetzt sowieso ganz wenig, weil ja die L-Cargo-Boni sogar wegfallen. Jetzt werde ich erstmal die Mission Points zumindest starten zu verbrauchen. Dazu muss ich jetzt allerdings erstmal umrüsten. Ich werde jetzt erstmal auf die Weapon Points wieder umrüsten, dass ich hier natürlich das Maximale aus den Weapon Points ziehen kann. Dann die Weapon Parts. Okay, dann ging es darum, hier jetzt letztlich die Maximal-Level zu benutzen, also 92, die sind auch alle 92, also dann haben wir hier noch 92er rein. Ich habe vor allen Dingen versucht, eben neue Batterien mit Weapon Part zu befinden, aber die sind so selten, das heißt, ich habe jetzt hier ein paar L-Cargo-Sachen bekommen, die ich natürlich nach und nach noch benutzen werde, da muss ich halt bloß schauen, weil ich bin momentan am Überlegen, statt diese kurzen Runs mit 8 bis 9 Minuten zu machen, tatsächlich eine Weile auf die 4 Stunden plus zu gehen, weil ich mit den 4 Stunden plus ja dann die, also 4 plus, schau Max, dass ich hier natürlich die Weapon Part Boni bekomme. Also das eine ist die Chance auf die Mission Rewards, dass die höher wird und die Chance überhaupt Weapon Part zu bekommen. Genauso wie die Mission Points dort möglich sind. Aber deswegen, bevor ich halt jetzt den Reset mache, will ich erstmal ein paar Mission Points aufbrauchen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die über 180 eigentlich gespeichert werden können. Weil nicht, dass die dann verloren gehen, wenn ich jetzt resette, weil ich bekomme ja, ich glaube, ich bekomme zu 100% Chance. Genau, Mission Points und 4 Stunden Transfer ist 100% Chance. Also das heißt, ich bekomme auf jeden Fall. Nee, Quatsch, ich bekomme 100%. Also die Chance liegt bei 1 zu 5, also 20%. Und bei den Weapon Parts liegt sie bei 1 zu 2. Und dann bekomme ich halt 150% dessen, was ich hier als Weapon Part Mission bekommen kann. Also irgendwo um die über 5000 dann, die ich hier als Weapon Parts bekomme beim Reset. Die würden nicht verloren gehen, aber eventuell die 13,75 Mission Points. Also starten wir mal die erste und sobald ich die zweite gestartet habe, kann ich dann den Reset machen und dann auf 80.000 nochmal starten. Da läuft die nächste Mission, das heißt, ich kann jetzt den kurzen Quacking-Timer-Protokoll aktivieren, der jetzt aktuell eingestellt ist auf, okay, auf wieder ziemlich kurze Zeit. Dann wollte ich wieder auf 241 erstmal gehen, um eben diese 4 Stunden Resets tatsächlich zu machen. Und natürlich bleibt jetzt erstmal stecken, solange er nicht die anderen Boni bekommt. Okay, also der Reset hat ja zumindest keine Mission Points gebracht. Aber jetzt kann ich auch nicht vergleichen, ob die jetzt die Weapon Parts tatsächlich bekommen wurden. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass ich hier mit einem Upgrade, wenn ich hier jetzt, mal gucken, wo stehe ich denn aktuell? 5 mehr. Also 35, 22, 35, 52. Das heißt, ich habe jetzt 30 Damage-Faktoren, also 30 Exponenten dazugekommen. Die ganz großen sind eh unglaublich teuer, aber auch hier für die kleinen Sprünge von 468 zum Beispiel auf 473. Das heißt, sind gerade mal 5 Exponenten, die jetzt hier als Damage-Faktor dazukommen. Deswegen ist die Drohne tatsächlich inzwischen der größere Damage-Lieferant, einfach hier mit den Upgrades. Und mit einer so einer Mission bekomme ich jetzt im Moment noch an der Stelle 2 Upgrades.
Das heißt, es ist deutlich lohnender, eben weiter in die Drohne zu investieren, hier die Sachen aufzuleveln. So, jetzt habe ich hier natürlich auch gleich noch die nächste Stufe erreicht. Was mir gleich noch mal ein paar Sachen mehr einbringt. Die anderen werde ich dann wieder dazu verwenden, um die Waffen weiter abzugraden. Und dafür ja, muss ich nachher bloß wieder die höchsten Sachen reinnehmen. Das heißt, hier sind die beiden 90er, wo ich natürlich dann schon wieder El Cargo drin haben will. Für die anderen ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich jetzt nicht so viele El Cargo Sachen von denen habe. Beziehungsweise das El Cargo hier mit den großen Faktoren ohnehin im Moment außen vor bleibt. Aber deswegen, ich werde es, denke ich mal, noch bis 600.000 pushen und mal gucken, was ich dort erreichen kann an Cargo. Aber eben ohne die Cargo Boni lohnt sich das eigentlich nicht. Also an der Stelle werde ich jetzt, glaube ich, das wieder umdrehen, dass ich die El Cargos dann wieder reinnehme. Also die nicht. Also die beiden Cargos kommen wieder rein. Dann kommt einer von denen rein. Da kann ich jetzt schon mal auf die 90 hochgehen. Und einer von den Preissachen. Ja, da ist natürlich auch sinnvoll, das dann auf 90 anzuheben. Und dann habe ich noch zumindest genug Ressourcen, um 5 Weapon-Device-Deliveries zu machen, weil ich jetzt hier natürlich mehrere Lücken habe. Also das Weapon-Part hier ist jetzt noch offen. Batterie-Socket fehlt mir jetzt noch einer. Das El Cargo soll wieder abgegradet werden natürlich. Ach so, genau, der El Cargo soll den hier ersetzen. Da wäre es jetzt halt vorteilhaft, wenn ich den hier hätte raus operieren können und hier halt den 1,25er nutzen können, so dass der 1,1er dann ausgetauscht wird. Aber ist halt nicht möglich, deswegen kommt der halt dann weg. Ja, da hätte ich eigentlich den dann schon aufleveln können. Aber solange ich den zweiten hier eh nicht habe, muss der ja eh noch rein. Also mal sehen. Für die Item Delivery Mission werde ich dann erst aktivieren, beziehungsweise die laufen eh 10 Minuten. Bis dahin habe ich die dann auch wieder umgestellt, sodass sie natürlich mit dem Maximalwert dann zurückkommen. So, das kann ich dann wieder rausnehmen. Viel hat er jetzt nicht mehr als Aufladung. Und hier kommen jetzt die Weapon-Sachen wieder rein, die mit dem El Cargo. So, und ansonsten jetzt dann eben die Umstellung wieder eigentlich auf die Cargo-Geschichte. Weil das nächste wäre jetzt natürlich noch bei 600.000 als Level 582.000. Okay, dann hauen wir jetzt doch nochmal. Also die vier kommen ja eh rein. Und wenn ich die natürlich alle zusammen rein tue, oder zumindest die drei stärksten, die dann ausgetauscht werden, dann können jetzt erstmal hier die Waffen-Upgrades gekauft werden. Und ich kann die dann letztlich erstmal wieder rausnehmen, sobald die hier soweit zu Ende abgegradet haben und kann das durch die El-Cargo-Werte ersetzen. Weil auch das Pushing funktioniert ganz gut. Also statt dass ich es halt komplett drin lasse, verwende ich es nur in der Zeit, in der ich gerade wieder an die Grenze komme, wo es halt aktuell nicht mehr möglich ist. Lasse dann in der Zeit oder bis dahin, bis ich wieder an der Damage-Grenze komme, wo ich nichts mehr ausrichten kann. Und vielleicht noch den Money-Bonus. Genau, weil der Bunny-Bonus hilft natürlich auch nochmal, statt einen Cargo-Bonus einfach dann hier ordentlich Power aufzubauen. Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt aktuell überlegen? 2000. Also 2010er-Potenzen liege ich jetzt überhalb von dem Schaden. Das heißt, da kann ich jetzt hier das dann wieder rausnehmen und kann die jetzt tatsächlich so lange laufen lassen, bis sie die 2000 wieder eingeholt haben. Und kann stattdessen hier eher die Cargo-Sachen nutzen. So, und dazu parallel jetzt El Cargo mal 4 noch mit rein, plus dreifache Cargo Shells, die würde ich draußen lassen, weil da ist natürlich dann lieber die beiden Cargo Shells zusammen, weil dann wird das zusammen erhöht. Da wäre natürlich schon die Frage, wenn die additiv sind, dann wäre es natürlich super genial, weil dann habe ich auf jeden Fall eine 100% Chance für dreifaches Cargo. Allerdings so einfach kann es ja eigentlich nicht sein. Achso, genau, also 5% und 0,15 pro Level. Das heißt, irgendwann wären auch hier die Items so hoch, dass es auf jeden Fall eine 100% Chance geben würde. Das wäre natürlich auch wiederum interessant. So, und dass ich jetzt hier nur 5 Items mache, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auch nur noch Platz für 6 Items habe. Weswegen es an der Stelle auch sinnvoll ist, da nicht zu weit vorne weg zu pushen. Im Moment ist es so, ich habe jetzt gerade mal 111 Sentinel Points wieder zusammen, weswegen ich auch vorerst noch kein Reset machen werde, sondern eher eben noch ein bisschen experimentieren bin, wie ich jetzt mit der Drohne noch ein bisschen nach vorne pushen kann und gleichzeitig einiges mehr an Cargo einnehmen kann.
Weil bei 500.000 oder noch niedriger, wo ich vorher eben immer wieder gelaufen bin, wie gesagt, da bringt das Cargo so wenig, dass es sich nicht wirklich lohnt, hier allzu viel zu machen. Beziehungsweise eben kaum Damage Boost im Vergleich zur Drohne, was die schafft. Weil wenn ich mir das anschaue, wenn ich hier dann pro Stunde eine so eine Mission rechne, also 3000 und damit zwei Level, das heißt irgendwie eine Damage-Steigerung von 60 Exponenten, was ich halt mit den anderen, wie gesagt, kaum erreiche. Kann ich jetzt hier das Quaggen-Timer-Protokoll aktivieren. Und wie gesagt, es läuft mit einer Minute über den 4-Stunden-Boni. Was ich im Moment nicht weiß, wann eigentlich genau der Duration-Bonus jetzt als Maximum erreicht wird, weil der ja auch einen Faktor hat, der den multipliziert. Also Transfer-Duration-Bonus bildet sich bei 183%. Und der maximale Duration-Bonus läge bei 8 Stunden. Also mit dieser Formel 1 plus 2 plus 3 bei 3 Stunden. Und die Max-Duration-Bonus sind halt 36, der erreicht werden würde nach 8 Stunden. Also 1 plus 2 plus so und so bis plus 8 wären eben die 36. Also wenn ich jetzt hier 183% mehr bekomme, wäre halt die Frage, dass ich dann 1,8, also 2,8 mal so schnell komme, als standardmäßig gewesen wäre. Ab 20 Minuten beginnt es ja zu zählen. So, das heißt, mit dem Bonus nehme ich mal an, dass ich eigentlich nur auf 13 kommen müsste, um bereits den Maximalbonus zu bekommen. Also es wäre irgendwo zwischen 4 und 5 Stunden wahrscheinlich. Das heißt, der 4 Stunden Plus könnte auf jeden Fall schon den Max-Duration-Bonus auf jeden Fall enthalten. Aber mal sehen, wie das dann genau aussieht und ob das dann tatsächlich so linear hochgeht. Also bei 83.000 hat er jetzt auf jeden Fall auch hier wieder einen Bonus bekommen. Das heißt, die Max-Completed-Sector sind um 1 angestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, was vorhin der Schadenswert war. Auf jeden Fall ist er jetzt bei 3,4 hoch 5. Der hilft natürlich dann auch wieder weiter. Aber das heißt, hier muss ich jetzt dann gerade mal wieder wechseln. Das heißt, ich tue wieder den Money-Bonus und natürlich die drei Ammo-Generatoren rein, um einfach hier nochmal einen Push wieder zu bekommen, damit ich hier von den 3.340.000 Exponent nochmal einen kleinen Bonus bekomme. Also einmal Money rein und dreimal Ammo-Generator rein. Mal gucken, wie groß der Bonus im Moment ausfällt. Also wie weit er hier sozusagen vorpreschen kann von der 340. Okay, im Moment, also er kauft noch ein paar Upgrades. Solange werde ich da eben den Moment abwarten, aber sobald er jetzt hier eigentlich so ziemlich langsam wird und bloß noch das Lineare kauft, er hat jetzt wieder eigentlich 2000, naja, 1500 hat er jetzt Fortschritt. Das heißt, er kann jetzt wieder 1500 Damage erstmal anbringen, wo ich jetzt wieder die Cargo ganz normal als Bonus nutzen kann. Das heißt, da ist so dann interessant, immer wieder ein Wechsel zwischen Cargo-Bonus, natürlich für die Level, wo er hier durchpushen kann, und eben den Geld- und Waffen-Upgrade-Boni einfach ja, in der Kombination. Weil so verliere ich nicht, wenn ich nur das andere pushe, überhaupt ins Cargo-Einkommen, weil das war ja vorhin sichtbar, dass es nur mit hoch 17 zusammengekommen ist. Das war so gut wie nichts. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eben zumindest überhaupt noch in sinnvolle Bereiche vorzustoßen. Ich weiß aktuell tatsächlich nicht mehr auswendig, wie hoch die normalen Bonis waren. Also ob ich tatsächlich in den 21er Bereich oder in den 22er Bereich gekommen bin. Aber ich vermute mal eher im 21er Bereich, weil es hat dann mehrere Durchläufe gebraucht, bevor ich tatsächlich 22er eingesammelt habe und dann eben die 23er. Mal gucken, hier steht es jetzt natürlich nur noch mal für den letzten. Genau, der letzte hatte jetzt gerade mal 1 hoch 17, was also unglaublich wenig ist. Aber ja, die Kombinationsstrategie, also die Drohne ist eigentlich der einzige aktive Part tatsächlich im Spiel, mit dem man ja, jetzt hier noch verschiedene Möglichkeiten ausprobieren kann. Und das werde ich halt jetzt auch so weiter beibehalten. Also ein Item ist jetzt gerade schon angekommen. Mal gucken, was da angekommen ist. Okay, 246, das ist jetzt nicht so hoch. Obwohl 290 eigentlich das Item-Level ist, also es ist ziemlich drunter.
Weil natürlich, es gibt einen gewissen Abzug, man kriegt nicht das Maximallevel, aber es ist schon ziemlich wenig. Und natürlich wieder ein Teil, das ich nicht verwenden werde. Soweit nun mal wieder ein kleines Update zur Drohnenstrategie, mit der dann in Kombination doch noch weiter nach oben gepusht werden kann und es sich doch sehr lohnt, hier tatsächlich das Targeting-System weiter aufzuleveln, weil es einfach mehr Damage-Werte zur Verfügung stellt, als es tatsächlich zumindest bei mir aktuell die Features könnten, weil dazu sind die Cargo-Einkünfte jetzt momentan zu gering. Und deswegen habe ich auch angefangen, die TD, also diese Münzen, inzwischen hier für die Weapon-Up-Points auszugeben. Das heißt, dass ich hier noch weiter investieren, obwohl die natürlich saumäßig teuer sind. Aber aus meiner Sicht ist die Drohne im Moment auch das ja, spielrelevanteste Element, das ich aufleveln kann. Und was den Sentinel-Reset angeht als nächstes, meine Absicht ist ja, wenn dann nach Möglichkeit hier die nächsten Level freizuschalten, wobei es hier natürlich nicht darauf ankommt, jetzt tatsächlich das Prestige-Protokoll zu erwerben, sondern eventuell einfach nur ein weiteres Sentinel-Level, also mindestens ein Sentinel-Level will ich auf jeden Fall erwerben können und dann mal eine Größenordnung von 100 bis 200, also das heißt 400 bis 500 Sentinel-Punkte sollten auf jeden Fall da sein, bevor ich den nächsten Reset mache, einfach um die beiden Protokolle noch deutlich auszuweiten und natürlich auf jeden Fall ein Sentinel-Level zu machen, damit ich hier überall, wo das Sentinel-Level eine Rolle spielt, noch einen deutlichen Boost bekomme. Weil ohne Sentinel-Level-Update lohnt sich das eigentlich nicht, weil es ist natürlich auch hier wünschenswert, noch weiterzukommen und dort einen höheren Bonus einzufahren. Das heißt, dass sowohl mehr Mission Points gespeichert werden können, als auch natürlich, dass die Generierung pro Stunde noch weiter ansteigt. So, du bist jetzt schon wieder bei 42.000 angekommen. Das heißt, wir wiederholen das Spiel jetzt nochmal. Also er hat jetzt eigentlich schon wieder ganz gut 2000 Einheiten draufgelegt. Also das sieht gut aus. Wahrscheinlich kommt das hier mit dem Max Completed Sektor. Das heißt, es schaukelt sich sozusagen gegenseitig ein bisschen hoch, dass ich es, wenn es gelingt, 3,43, muss ich mal im Video dann vergleichen, wie die Werte jetzt hier gestiegen sind, dass tatsächlich eben ja, einfach hier nochmal 2000 da Exponent dazukommt und ja, der ist jetzt auch schon wieder so schnell. Das heißt, vorhin, klar, der schafft natürlich ruckzuck die Sektoren, also muss ich schnell wieder austauschen, damit ich die tatsächlich für das Cargo sinnvoll nutzen kann. Sonst geht mir das an der Stelle zu schnell flöten und ich bin schon wieder im Max-Level. Also, soweit die Strategie, so eine Combo-Strategie von Pushen und gleichzeitig dann Maximierung der Cargo-Einkünfte. Und eben der Wechsel eher hin, statt den schnellen Autotransfer in hoher Geschwindigkeit zu machen, jetzt eher zu schauen, da es sowieso auf die Drohne drauf ankommt, dann eher die 4 Plus mitzunehmen und die Drohnenboni zu maximieren. Also soweit für heute von Transport Defender, wiederum mit einem Drohnennutzungsupdate.